würde ich sagen, Kinder, herzlich willkommen bei Horizon Zero Dawn. Zweite Runde an diesem wunderschön kuschelig warmen Donnerstagabend. Ach, geil. Je länger wir hier bleiben, desto mehr wird es sich anfühlen wie zu Hause. Ich auch so. Immer so. Da, wo ich meinen Hut hinhänge, da bin ich zu Hause. Da haben wir noch ein Questchen. Schauen wir mal, was das für ein Questchen ist. Wir arbeiten uns, egal was das für ein Questchen ist, einfach mal durch. Denn wir haben eine Aufgabe. Wir sind nicht im Namen des Herrn unterwegs. Trotzdem tragen wir eine Sonnenbrille. Und das in der Nacht. Wir haben den Rucksack halb voll. Und da geben wir mal Gas. So, diesmal bewege ich auch wirklich direkt den Schalter. Müssen wir nicht so lange warten. So, gucken wir noch ein bisschen auf den Obelisk, der echt so aussieht wie diese komische Knickschlange. Habt ihr mir noch gar nicht darauf geantwortet, ob die noch jemand von euch kennt? Könnte ja sein. Wie gesagt, ich als alter Sack kenne auf jeden Fall noch solche Sachen. So, ey, guck mal, das Gegengewicht geht gerade erst runter. Das heißt, der Aufzug kommt gerade erst hoch. Ja, da sind wir auch in der ähnlichen Phase. Okay. Oh, das ging aber schnick. Wenn man fix und schnell sagen will. Gut, dass ich das jetzt nicht ganz anders gesagt habe. So, okay. Schnucki, Puppi, lass uns runterfahren. Und was ist das eigentlich? Da irgendwie Grillfleisch rotierend, sowas wie Gyros, also Rotation, rotierendes Fleisch am Spieß oder wie? Das ist so eine Bombe, das sind so Sachen, wenn die mich angreifen, wenn die mich, also, warum nutze ich die eigentlich nie? Du solltest hier nicht herumlungern. Wer lungert hier? Hauptmann, wer lungert hier? Ach shit, ich wollte doch noch, weil ich sie gerade höre. Hier eigentlich in die Waren reingucken. Jetzt bin ich hier schon runtergefahren. Naja, komm. Sondern lebensnotwendige Dinge. Metallankauf. Gute Preise. Was liegt denn hier? Sputnik? Hier gibt's nur die besten. Geh mal diese Waren. Freunde, ich hab so einen Bammel, ne? Vor diesen großen Viechern. Das sind keine Waren, das sind lebensnotwendige Dinge. Ja, dann teil sie doch bitte. Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof, nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Direkt wie gesagt, zwei Idealisten. Das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Aha. Bei der Sonne, spuck dir nicht in die Hände. Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? So still ist der Mann. Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte, vergiss die Schnappmaullinsenjägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Also, ihr beiden kommt mir vor wie, kennt ihr Dying Light? Da sind auch so zwei Typen, die wollen unbedingt irgendwas ganz Cooles basteln. Und dann sollen wir für die immer irgendwas besorgen. Und die sind immer ziemlich lustig. Aber welches Teil wollt ihr denn jetzt? Also was, Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinhämmern. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne, schenk mir die Kraft des Mittags. Sie laufen auf D-Max. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Okay. Hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden.
die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Das war jetzt aber ein cooler Konter. Das war echt ein cooler Konter. Also man kann das natürlich auch ein bisschen ausarbeiten, so wie zum Beispiel, oh Mann, tut mir leid um all deine Jahre der Suche und trotzdem kein Gehirn gefunden. Genug! Tja, ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof, wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Ja. Gut. Bekommt ihr beides. Ich gehe den jetzt mal, ne? Ihr seid wohl beschäftigt. Warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse, was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar, hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, Wühler, bringt uns euer Metall. Was? Haben wir die nicht sogar schon in unserem Portfolio, Freunde? Wir sollen jetzt aber hier hin, ne? Schnappmaul-Areal. Für ein Volk willst du damit anlocken? Ich hab schon mal eine Langbeinlinse. Ich hab hier eine Langbeinlinse. Jägerin, du hast mir nicht nur Metall gebracht, sondern auch Freude. Ich wünschte, ich könnte dir mehr bezahlen. Wie wünschte? Würdest du gute Teile statt Tant kaufen, könntest du es dir leisten. Denk doch mal über die wie Börse geil, hinaus. Tant. Sie sind nützlich. Das geil. Auge sieht es und das Herz fühlt es. Was ist mit deinem Magen, der knurrt, hä? Du hast noch genug zuzusetzen. Dich als Kind mal das ein ist mir auch schon aufgefallen. Also die haben hier... Was? Wer hat eigentlich die deutsche Synchro-Regie? Verstehst du? So geil. Worte wie Tant. Wer benutzt denn sowas noch außer mir? Geil. Vor gesundem Menschenverstand. Geil. Alter. Sowas macht mich denn immer irgendwie glücklich. Ich weiß auch nicht warum. So, 1528 Meter und das ein bisschen in der Höhe. Wir sollten doch eben noch zum Schnappmaul. Ach, das. Die Quest hat sich abgewählt. Mal. Wir haben ein bisschen Weg vor uns. Was soll das denn jetzt hier? Geh zur Weggabelung. Ja klar, natürlich. Das machen wir aber in einem der nächsten Aufgaben, Freunde. Nicht heute und auch nicht übermorgen, du. Die Reichen ausrauben. So. Nee, nicht ganz. Ich wollte noch mal eben kurz hier. Da, genau dahin wollte ich hier gucken. So, die Quest haben wir angenommen. Die ist bei uns eingeordnet irgendwo. Hier bei irgendeiner Nebenquest. Die Reichen berauben, bla bla. Auf alte Freundschaften jagen für die Loge, das Banditenlager Langhälse. Ist gar nicht mehr. Hat sich erledigt. Wir hätten also eins oder das andere. Ach so, okay. Haben wir da jetzt irgendwelche coolen Sachen? Die hören nicht auf. Achso, die machen weiter. Hat dich als Kind mal ein ja, wenn die Spaß dran haben, meine Güte, was? Lasse doch. Nein. So, da hinten runter, denke ich. Ja, am besten. Ah, nee, andersrum. Hier rum. Dann. Da ist ein Logenauftrag, also eine Jagdloge. Wäre höchstwahrscheinlich hier das nächste Lagerfeuer, das wir ansteuern werden. Ein Trauma würde wenigstens erklären, warum du vor perfekten Teilen zurückschreckst. Der Einzige, der zurückschreckt, bist du. Vor gesundem Menschenverstand. Achso, das ist ein Jagdler, ne? Ein Händler, okay. Waffen, Outfits. Und Tränke, Feuerwiderstand, Schockwiderstand, Eiswiderstand, Trank haben wir. Wo sehe ich, wie viel ich davon in der Tasche habe? Mir sitzt eins, alles klar. 20 Sprengfalle, Stärkungstrank. Hier, wir haben aber nur 905. Und kostet trotzdem 5. Oh, boah, plus Kram. Das ist aber unfair. Du hast ganz schön gesalzene Preise. Pass auf, wir haben ein paar Kisten, glaube ich. Ja, ne? Ein bisschen modifizieren, ein bisschen auf die Tasche achten und so. Pass auf, wir gehen mal aus einer Ecke oder in der Ecke. Möchtest du heute gerne etwas? Ja, ich möchte heute gerne etwas. Etwas kalte Cola in meinen Hals schütten. Und nicht so viele Leute quatschen. Und. Ah, kommt sowieso nicht durch, ne? In der Karte. Okay.
Dann schauen wir nämlich mal. Pass auf. Wir könnten höchstwahrscheinlich die Tragekapazität erhöhen. Und zwar für den Fallenbeutel. Rassler, Stolperfallen und Fallenbeutel. Was ist der Unterschied zwischen... Fallen sind die Dinger, die mir unten angezeigt werden. Und das sind diese Stolperfallen. Okay. Oh, keine... Achso, da ist ja auch schon ein Haken dran, Alter. Da ist auch schon ein Haken dran. Outfitbeutel brauchen wir nicht. Waffenbeutel. Plus 5 erhöht die Waffeninventarkapazität auf 15. Das heißt, ich könnte 15 verschiedene Waffen mit mir tragen. Wow. Wow. Warum 15 Waffen? Ich meine, da wird mir echt anders. So, Modifikationsbeutel. Und der gute Crow meint, wir sollten auch mal aufräumen mit unserem ganzen Klumpatsch. Modifikationen und so. Und auch die Modifikation anbringen für Waffen und Dingens. Ja, stimmt. Das könnten wir echt machen. Dann haben wir wenigstens einen ruhigen Einstieg. Schon mal ziemlich geil. Gute Idee. Da komme ich doch mal nach. Munition. So, Jägerbogen. Ah ja, müssten wir herstellen, okay. Haben wir aber gar nicht, ne? Doch, haben wir. Ah. Ups, das ging jetzt ein bisschen fix. So. Munition stellen wir mal gerade nicht her. Fallen und Tränke. Was können wir denn an Tränken herstellen? Gesundheitstrank, ja. Stärkungstrank. Ah, wegen dem fetten Fleisch. Ah, immer wieder das fette Fleisch, ne? Wir müssen mehr Tothähne jagen. Schockfalle. Diese Falle wird auf dem Boden platziert und durch Annäherung ausgelöst. Sie verursacht keinen Schaden, löst aber eine Schockwelle aus, die Gegner in ihrem Wirkungsbereich vorübergehend betäubt. Und die lasse ich die ganze Zeit aus, Freunde. Mann, 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 Kabel brauche ich. Ich könnte vielleicht Kabel nachkaufen. Diese Falle wird auf dem Boden platziert und durch Annäherung ausgelöst. Ach nee, wenn sie beschädigt wird. Bei der folgenden Explosion beschädigt sie alles innerhalb ihres Sprengradiuses und... Eine mit Lohe gefüllte Falle. Ja, Lohe ist immer so ein bisschen... Das haben diese komischen Viecher da, ne? Und auch die Langbeine irgendwie. Die haben diese Lohe. Glaube ich, im Loot. Na, da könnte man auch noch mal im Kompendium machen. Egal. Gefüllte Falle, die am Boden platziert und durch Annäherung ausgelöst wird. Sie beschädigt alles innerhalb ihres Sprengradius. Gut. Okay. Wenn die also bei ihrem gelben Beutelchen, die Schnappe ist zum Beispiel, diesen Pfeil, dieses Pfeilsymbol hier, 120, 160, haben, das heißt das, ich könnte diese Pfeilen effektiv gegen ihre Eisbeutel am Hals einsetzen, weil, ja, die wird am Boden platziert, ich lock das Schnappi dahin und bam! Das ist schon mal ziemlich gut. Hat zwar jetzt viele Spielstunden gebraucht, bis ich so langsam hinter diese Technik steige, aber ist ja noch lange nicht vorbei. So, kommen wir mal zu den Modifikationen. Mache ich das hier in der Herstellung? Jo, kann ich die... Ah, ich kann die eigentlich nur auswählen. Ich kann die nicht wegrüsten. Pass auf, was haben wir denn da? Wir haben 7 plus 7 Tarnung, ne? Ja, geil, okay. Haben wir nicht 2 Slots? Das ist die alte Rüstung. Da gehen wir mal hin. Plus 7 Tarnung können wir erstmal in der alten Rüstung lassen. Wir haben hier minus... Oh, plus 31 Feuerschutz. Also minus 31% Feuerschaden. Geil. Plus 9 Fernangriffsschutz und plus 11 Verderf... Boah, das ist ja... Entschuldigung, aber das musste jetzt mal gesagt werden. Was haben wir denn da? Verderbnisschutz, das ist ein bisschen schwach. Außerdem grüner... Hätten wir Feuer, Eisschutz, das ist gegen Schnappis und Geier auf jeden Fall ziemlich cool. Weil die haben uns ja echt in den Hintern getreten mit dem Eis, ne? Das war schon sehr unangenehm. Da würde ich dann eher den 20er nehmen. Schockschutz, ja, schocken tue ich mich meistens. Ich nehme mal hier den 20er, wenn es geht. Bam.
So. Wir hatten zwar noch diesen violetten und plus 5 Nahkampfschutz. Scheibenkleister, ey. Komm, wir bleiben erstmal bei Eis. Bleiben erstmal bei Eis. Wir können das ja noch verändern. Wir können das ja zum Glück ad hoc, on the fly, ne? Hotpluck quasi. So, lass mal gucken. Wir haben hier einen ziemlich geilen Bogen, der 3 Slots hat, der noch keine eine Modifikation hat. Das geht so nicht. Hier haben wir den Scharfschützenbogen, Kriegsbogen. Wir müssten echt mal schauen, dass wir noch einen besseren Scharfschützenbogen bekommen. Entschuldigt, Kinder, aber lass mal eben hier, weißt du? Was ist ein normaler Händler? Waffenhändler wäre geil. Gefäß. Was? Geheimnisse, Geheimkisten, Blumen, Maschinenrohstoffe, Sammelobjekte, Artefakte. Okay, das heißt also, da bekommen wir die Sachen eigentlich nur besonders gut. Los. Gehen wir doch mal nochmal zu unserer Händlerin hier vorne. Ich hätte Handwerkerin werden sollen. Du wirst es bereuen, wenn dir mitten im Getümmel die Vorräte ausgehen. Ich habe nur die Bum-Bum. Schauen mal eben kurz nach... Boah, das ist eine Apotheke, die Olle. Freunde, Draht für 5 Splitter. Ey, mach mich nicht schwach. Was wollte ich? Scharfschützen, ne? Da ist er, Schattenscharfschussbogen. Und ein Sägezahnherz, ja, nichts leichter als das. Haben wir doch immer im Gepäck. Oh, Kacke. Schattenkriegsbogen haben wir schon. Oh, Schattenstolperfalle. Könnten wir kaufen. Könnten wir haben. 3 Modifikationen und richtig Bums. Guckt euch das an. 160 Schock, 250 Feuer, Explosion und 160 Brandschaden. Schattenjägerbogen. Alter! Das ist eins meiner Lieblingsdinger. 15 und 25 bei den normalen Fallen. Also das ist nicht schwach. Aber die Handhabung ist verdammt gut. 80. Ich bin so unentschlossen. Ich bin so unentschlossen. Aber ich meine, der teure ist eigentlich immer. Mit dem Scharfschussbogen verteilen wir aber eigentlich gar keine wirklichen. Doch. Oh, was? Ja klar, der Scharfschussbogen, du Idiot. Das andere war der Kriegsbogen. An den ich gerade gedacht habe. Du mein Scheiß, ich will das Sägezahnherz haben. Das hat einen Kriegsbogen. Hier, den meinte ich eigentlich. Der ist gut, ne? Aber der macht ja keinen Schaden. Der ist taktisch quasi. Täubend, einfrierend. Und hier, Verderbnis. Aber den nehmen wir mit, ne? Bam. So. Da hätte ich die gern. So. Für den anderen Kram, für den anderen Plunder brauchen wir echt noch eine Menge... Klemper. So, eine Sache habe ich natürlich wieder komplett vergessen. Hat mich natürlich auch Crow wieder nicht dran erinnert. Oder Nobart, ne? Eigentlich die beiden müssten das eigentlich hätten hier. Guck mal, verdammte Hacke. Wir haben nämlich die Hütte voll. Die Hütte voll mit Überraschungskisten. Lootboxen! Boah. Da mache ich es mir jetzt mal bequem. Trinken einen Schluck. Und dann gucken wir mal, was wir da kriegen. So, Gratis-Probekiste. Ja, ich vergesse die immer. Normalerweise kriege ich immer direkt einen Kopf hier, so vom Nobart, wenn ich zum Händler gehe. Nimm die Gratis-Kiste mit. Aber ich glaube, der hat das aufgegeben. Der weiß, dass das alles nichts bringt. Oh, Schnellreisepakete. Hast du gesehen? Hätte ich gar nicht machen müssen. Metallscherben, schön. Metallscherben, Echohülse, Draht. Reinholz, geil. Dafür werden wir zu schlecht bezahlt. Ja, ja, man kann ja über die Bezahlung reden, ne? Also, ist ja jetzt mal so eine Sache, ne? Hier, Outfit, Gewebe, aber grün, okay. Plündererherz, ich werd bekloppt. Und da haben wir das von Nobody, ne? Die Eckendinger da, die sind 100 pro für irgendwas wichtig. Und jetzt wissen wir auch, wofür. Auf jeden Fall schon mal für Händler. Es wird bestimmt auch noch andere Verwendungszwecke für die Dinge geben. Ja, cool. Lohe. Zünder. Tramplerlinse. Stürmerlinse. Geil.
Wir haben leuchtendes Geflecht. Das braucht man doch bei der einen Rüstung, ne? Alter Falter. Naja, Steine haben wir en masse. Aber Metallscherben haben wir noch nicht en masse. Ist unser Portemonnaie noch nicht voll. Waffenspule, aber eine grüne, ich denke, die ist eher so für den Kindergeburtstag, sagen wir mal so. Jetzt lass mal gucken. Modifikationen können wir eigentlich direkt verkaufen, die grünen. Und dann... Ein echter Glücksfreund. Haben wir ja eventuell doch tatsächlich wieder noch ein paar mehr Scherbchen. Ja, 10. Das ist ja... So. Blauverderbnis haben wir keinen doppelten. Haben wir hier irgendwie eine Anordnung? Ne, haben wir nicht. Okay. Können wir nur verkaufen. Wir haben hier 32, 32 Handhabung. Spule, die wird sich auf eine Waffe beziehen. Die sind eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Und wir haben keine violette Handhabung, das heißt, wir behalten die schon mal. Wir haben zweimal Feuerschutz. Der 18er, den können wir vernachlässigen, denke ich mal. Eisschutz haben wir auch zweimal. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, warte mal. Das ist Gewebe und das ist Spule. Alles klar. Wegen dem unterschiedlichen Preis. Oh, nicht, dass ich eben was... Oh, nicht, dass ich eben eine Spule... Ah, dachte, es wäre Gewebe. Das wäre übel gewesen. Das wäre echt übel gewesen. Da muss ich drauf achten. Gewebe, Spule. Gewebe, Spule. Okay. Spule, Spule. Die lassen wir auch mal beide, weil die werden ja an Waffen montiert und wir haben jetzt mehrere Waffen mit mehreren Slots. Das ist ja ein geiles Ding, ey. Für Gegner, die irgendwas mit Eisproblemchen haben und so. So, ne? Die mit Eisproblemen haben. Okay. So. Verkaufen wir da also nichts mehr. Hier könnten wir rein theoretisch, wenn wir wollten, will ich aber gar nicht. Entschuldigung. Waffen, wollen wir da was verkaufen? Ja, können wir eigentlich. Pass auf, wir machen das so, dass wir die sogar direkt mit dem Modifikator verkaufen. Oh, nur 25. Ist doch jetzt nicht wahr, ne? Ja, aber die belegt halt nur einen Waffenslot, Waffenrucksack-Slot und damit unnötig. Der Kriegsbogen, den haben wir nochmal in Violett, wenn ich das richtig sehe, ja. Ja, auch Familie Frosch nimmt mehr dazu. Wir Schatten, das ist diese Kaja-Schleuder. Wir haben einen grünen Rassler, den müssen wir aber auch behalten. Speer. Ich hätte gern einen geileren Speer. Überbrückungen freigeschaltet für Psi, Sigma, Rho. Es fehlen uns noch Xi und Zeta. Das bringt mich auf eine crazy Idee. Das ist Xi. Das ist nicht Zeta. Das heißt also, wir sind auf dem richtigen Weg, Freunde. Das ist Zeta. Die letzte. Gut. So, dann wollen wir uns jetzt endlich mal wirklich, ne? Was haben wir hier? 34er Handhabungsspule. Könnten wir durch Schaden... Handhabung. Was bedeutet Handhabung? Dieser leichte Bogen, bla bla. Handhabung. Inwieweit wirkt sich das aus? Zielt die dann besser? Oder was? Verstehst du? Aber das ist schon mal ein blaues Ding und wir haben da noch Abriss. Ja, das ist dieser geile Panzerknacker. Aber mit dem Jägerbogen schießen wir gar keine Panzerknacke. Nur mal so nebenbei. Also, glaube ich zumindest, ne? Ich finde das eigentlich gut ausgerüstet hier. Das
nicht schlecht. Obwohl der, die Abrissspule, die würde ich eher auf den Scharfschussbogen setzen. Und zu dem kommen wir jetzt. Warte mal. Ja. Okay. Da haben wir einen grünen. Und das ist Blödsinn. Da hätten wir nochmal 26 Schaden. Plus 9 Handhabung. 22 Abriss. Die wären auf jeden Fall schon mal besser. Definitiv. Denn mit dem hier verschießen wir auch Abrisspfeile. Aber witzig ist, dass er mir sagt, nö. Ach ja klar, wegen den... Ach so, warte mal. Wenn ich die Spule draufsetze, geht tatsächlich hier... Nur da unten der Kram hoch und das da runter. Ah, Kacke. Aber gut, dass man das sieht. Pass auf, wir setzen den gegen den. Und den brauchen wir gar nicht umsetzen. Da haben wir schon die beste Druff. Alles klar. Dann lass uns doch nochmal gucken. Pass mal auf. Hiermit würden wir eventuell ein bisschen was pimpen. Warum ja mit 2 Punkten irgendwie in der Handhabung? Okay, ich habe mein System gefunden. Ähnlich wie bei Diablo oder so. Kann man echt davon ausgehen, dass das Spiel einem sagt, was besser ist. Also testen wir das doch mal. Gut, egal was ich hier benutze, das wäre eher, aber dann würden wir die verlieren. Okay. Aber in der Hand, ja gut, Handhabung, bla bla. Hier hätten wir ein bisschen mehr Schock, aber dafür weniger Wumms. Okay. Ja, das wäre positiv für alle Betroffenen, für alle Beteiligten. So. Quark, die nehmen wir hier beide raus. Müssen wir rausnehmen. Müssen wir irgendwas Billiges reintun. Gar nicht dran gedacht, habe ich nicht drauf geachtet, weil die wollen wir auf Fall machen. Guck mal, da passt auch eine andere Spule rein. Und da es nur 3 gibt, nehmen wir erstmal die 3, die wir haben. Kann ich hier noch irgendwo was ausbauen? Nee, eigentlich nicht. Okay, dann kommst du jetzt dran. Komm, so. Perfekt. Damit haben wir die Modifikation an den Waffen eigentlich durch. Und er hier hat überhaupt keinen Modifikator. Das kann ich sagen. Sag mal her. So. Viel stärkere Verderbnis haben sie. Wir könnten hier mal einen draufpuppen. Und leider beim zweiten dann im Endeffekt auch erstmal nur Eis drauf machen. Oder mit der Verderbnis arbeiten. Na komm, wir stärken das Eis ein bisschen. Wir stärken alles ein bisschen. So. Okay. Ist ja witzig. Guck mal, ein blauer ist im Endeffekt jetzt bei der Kombination besser als einer der violetten, weil die einfach zu spezialisiert sind. Der hat halt noch ein paar drauf. Das ist ja ein Hammer. Das ist ja ein echter Hammer. Komm, wir nehmen den. So, schön. Haben wir ausgerüstet. War auch schön. Geil. Ich dachte eigentlich nicht, dass die Waffen so ihre eigenen Spulen haben oder so, aber scheint fast so. Weil es gab ja jetzt auch Spulen, die bei anderen Waffen nicht einzusetzen waren. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Da war meine Logik blöd. Aber da braucht man sich ja eigentlich um nichts kümmern. Man muss einfach nur gucken, was ist besser und rein damit. So, haben wir das auch. So, haben wir die Beutel aufgebessert. Wir haben mal bei unseren Kleidern geguckt. Also bei des Kaiserins neue Kleider. Schon ziemlich geil.
Ja gut, das wäre dann halt der Eisschutz, der fallen würde. In jeder Kombi, aber... Na gut, lassen wir erstmal. Genauso wie es ist. Hui, das war jetzt sehr, 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 sehr krasse halbe Stunde, Freunde. Kauf einfach das, was du brauchst. Schön, die bessere Waren findest du nirgendwo. Dann, da Aufzug fahren, ne? Nee. Links runter über die Brücke und auf geht's. Du solltest deine Vorräte. Möchtest du heute gerne etwas kaufen? Du wirst es bereuen. Ich habe Rotschlund mal kurz gesehen. Ein Donnerkiefer. Hier fahre ich doch schon wieder. Achso, ich muss dem Weg folgen, ich Döfchen. Habe ich da doch noch ein Feuer markiert. Er hat gesagt, wir hätten im Norden haufenweise Schlamm rumliegen. Ich sag's euch, die Osseram wissen genau, wie man die Ruinen plündert. Frag mich lieber nicht, wo du hin sollst, wenn du dich verirrst. Okay. Hier würden wir ein Reittier oder halt Lohe bekommen. Wäre auch gar nicht so übel. Und wir sollten mal, wenn wir das Angebot jetzt gerade schon so richtig vor die Nase gesetzt bekommen, einfach mal schnell speichern, ne? Dann mal vernünftig hinsetzen. Noch ein Schlückchen trinken. Dann würde ich sagen, sammeln und... Nützlich für eine alte Rezeptur. Auf in Richtung Brutstätte. Nichts zum Verstecken. Dann sollten wir doch mal gucken. Lohe, wunderbar. Der Sonnenfels. Kleine zähe Pflanze, du wirst mir sicher helfen. What? Yep. Na, das geht doch. Haben wir gleich wieder ein bisschen fettes Fleisch. Oh, guck mal, der Kleine hier ist ein bisschen pissed off. Oh, Mist. Oh, zu spät. Aber gut. Lohe. Können wir leider zu gut gebrauchen, die gute Lohe. Wer kommt denn von da hinten? Wasser ist sehr unangenehm in so einer Situation. Wer hat von da hinten geschossen? Truthahn. Ja, der wird es nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, aber könnte sein, oder? Truthahn war es nicht.
Entschuldigung, aber Familie Frosch freut sich. So, haben wir wieder ein paar Einzelteile. So. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Auf jeden Fall. Den Truthahn habe ich irgendwo liegen lassen, ne? Da drüben. Ja, ja. Ich höre hier sehr komische Geräusche. Die roten Dinger hier, wisst ihr? Da kommen aber kein Signal irgendwie. Ich hab da jetzt ein bisschen Bommel. In den Brutstätten lerne ich, wie man diese Maschinen überbrücken kann. Ja. Okay. Wir kriegen die noch nicht mal gescannt. Ich werd bekloppt. Das ist also ein eindeutiger Hinweis auf: Geh in die Brutstätte, alter Mann. Geh in die Brutstätte, zeig, was du so kannst. Scheibenklasse. Okay, Aloy. Und jetzt? Schweinepriester, komm doch bitte nochmal raus. Aha. Drecksack. Okay. Wieder mal nichts mehr zu sehen, verstehst du? Das ist aber unfair. Und das direkt bei meinem Lager. Oh, was haben wir denn da schon wieder? Wieder so ein Geier. Ach, Mann. Naja, auf der anderen Seite. Ja, die nicht direkt getroffen. Das ist blöd. Jetzt ist er umgefallen und ich komme da nicht schnell genug hin. Mist. Mittlerweile auf dem Boden. Hier mich nicht. Boah, die machen aber auch einen dicken Düser, ne? Schon Hammer. Auf so einer Bergspitze da oben. Zu dritt. Jederzeit. Aber hier unten? Nee, nee. Nicht mit mir, Freunde. So, Angeber, 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 Angeber. Alter, cool. So, ich muss irgendwie zu diesem Lager. Hier gibt es nichts zu sehen. Was? Der schläft doch schon. Achso, ja, da gibt es natürlich auch nichts zu sehen. Zünder, wo kam der denn jetzt her? So, ich will zu dem Lagerfeuer und ich möchte sehr gerne in Richtung Brutstätte. Natürlich sehr unfair. Pirscher Areal, ja gut, okay, aber ist ja jetzt nicht so der Bringer. Ist also nicht so schlimm irgendwie. Weiß gar nicht, warum. Warte mal, was war das? Oh ja, wieder der Rusche. Mhm.
Es scheint in so einem leicht abgeschlossenen Areal zu sein, ne? Umgeben von diesen Felsen hier. Naja, vielleicht aber auch nicht. Wenn ich Glück habe, nicht. Wildschwein. Gans. Oh, Gans hat immer ganz fettes Fleisch, verstehst du? Ah, die scheint sogar direkt in Schussweite zu sein. Nee. Oh, reichhaltiges Fleisch, okay. Also ganz reichhaltiges Fleisch, okay. Obwohl, das variiert ja auch immer, ne? Mal bekommt man Waschbärknochen, mal Waschbärhaut und das so. Das hält sich. Das ist ja schon eher random. Ups. Das klingt komisch. Zum. Okay, alles klar. Das brauche ich vielleicht noch. Ja, das könnte dir später so richtig nützlich sein. Aber warte mal. Hab ich mich erschrocken. Alter! Sie sieht nicht mehr aus wie eine Ausgestoßene. So viel ist sicher. Du kennst mich? Eine echte Nora in echter Nora-Ausrüstung. Krass. Wie geil. Uiuiuiuiuiui. Das habe ich voll verpasst. Guten Abend, Emsa. Emsa macht komische Geräusche. Völlig übersehen. Sorry. Da ist ein Banditenlager, ne? Möchte ich nicht hin. Wir wollen eh hier rüber irgendwie. Ich wollte das nur freilegen, damit wir es haben, weißt du? Können wir aber anscheinend auch hier unten rum. Müssen wir halt nur aufpassen mit dem Banditen. Aber erstes Ziel wird der Langhals sein. Geht nicht anders. Ja, das ist eine Steilvorlage. Auf jeden Fall. Und das mit den komischen Geräuschen, das kam von den toten Menschen, die ich sehe. Glaube ich. So, genug Getränk eingegossen, noch ein Schlückchen trinken und dann geht's also wirklich weiter. Ganz, ganz wirklich. So, Scheibenkleister, Freunde, ist das cool. So, habe eben noch zu wenig gesagt, das Spiel ist super, ultra, mega fucking gemein, weil es einfach so viel Spaß macht. Ich weiß gar nicht, warum. Na bitte. Siehst du? Es regnet. Echt? Boah, das ist ja... Was soll ich da noch sagen? Am besten gar nichts. Eieiei. Wo sind wir denn hier? Sieht aus wie so ein alter Kriegsschauplatz, ne? Ach, das Banditenlager ist das. Ja, wird das hier so eine freundliche Warnung sein von wegen, du kommst hier nicht rein oder so. Irgendwie so was wird das sein. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Aber mit Sicherheit, denn das ist eine kleine, zähe Pflanze, die wir später noch gut gebrauchen werden können.
Was haben wir denn da? Die Graser, die sind eigentlich ganz cool. Die kann man kräftig verarschen. Aber ich glaube, wir geben uns erstmal mit einem Truthahn zufrieden. Na gut. Okay, okay, okay. Grüne Spule bekommen. Wo ist denn die Wildsau? Die ist doch direkt in der Nähe. Ach, da. Ist die im Baum? Da ist eine Wildsau im Baum. Okay. Na dann. War hier drüben nicht noch einer? Ja, der Truthahn. Nee, der kommt wieder. Der hat noch nicht genug, der Truthahn. Zum Glück haben die am Hintern keine Augen. Nochmal draufhauen, hat noch gezuckt. So. Wie viele Wildschweine will ich denn hier umlegen? Guck mal, das bleibt doch stimmen. Nett. Okay. So, dürfen wir erstmal wieder ein bisschen Fleisch haben. Und Knochen und so. Reichhaltiges Fleisch. Genau wie bei der Gans. Sieht gut aus, gut aus. Ach, wie geil. Ja, ist ja prädestiniert, sich hier mal so einen kleinen Überblick zu verschaffen. Boah. Sind das normale Geier oder was ist das da hinten? Ja, gut. So. Von irgendwelchen Felsen hier runtergefallen bin ich heute eigentlich schon am Anfang schon genug, denke ich mal. Das sollte für bis später gereicht haben, irgendwie. Ah, das Langhalsgebiet wird mir schon markiert. Das ist sehr nett. Okay.
Oder? Ja. Oder eine ganze, wollte ich gerade sagen, aber mal wieder nur ein Turkey. Nehmen wir trotzdem mit, wenn es geht. Die Musik hatte schon angekündigt, dass wir hier dann irgendwelche Stürme haben werden, aber das ist doch geil. Ich glaube, von denen haben wir schon lange keine Teile mehr bekommen. Fettes Fleisch. So, wir sind beim nächsten Lagerfeuer angekommen. Ich bin happy. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Warum? So fröhlich eigentlich? Die beiden haben wir markiert. Ja gut, hier gibt es anscheinend einige Lagerfeuer, ne? Hier direkt auch nochmal eins, da auch nochmal eins. Ich würde sagen, wir bewegen uns mal langsam auf den langen Hals zu. Das hörte sich nach einem Waschbär an. Oder Fuchs. Ah, dann müssen wir die halt da lassen. Wow, achso, ne, da hinten sind Wühler anscheinend. Das geht aber noch. Okay. Optische Täuschung. Ah, nochmal Graser. Was mich total wundert, dass es hier keine Aufpasser gibt. Also in den Startgebieten, die ja eigentlich leichter sind, ist es schwieriger, weil da immer diese komischen anderen Viecher noch rumhängen, die da so noch ein bisschen ein Auge drauf werfen, dass der Herde gut geht oder was auch immer die da machen. Vielleicht sind die auch einfach nur da, so da, um uns auf den Senkel zu gehen. Das kann ja auch gut sein, aber das ist hier. Warte mal, das ist ein Sebi, ne? Nö. Ein Pirscher, ja, der ist hart genug. Wo sind denn hin verschwunden? Wo lerne ich, wie man dich verbringt? Ich glaube, ich sollte noch eine Brutstätte aufsuchen. Ja, solltest du. Du mieses Stück! Was für ein mieser Typ, ey. Ja. Hilfe! Wo ist denn jetzt? Oh, noch hier drüben, okay. Komm, Eloy, das hat keinen Sinn. Ein Signal. Ein Signal, okay. Oh, Geier da oben. Das Signal muss ganz nah sein. Ah, damit meint ihr den Langhals, alles klar. Ja, super, habe ich wieder in der Nacht, ja? Habe ich wieder in der Nacht einen Langhals vor mir? Und so ein Stinker, ne? Ich glaube, das endet jetzt eh erstmal am Lagerfeuer. Heidenei! So gut gesammelt. Guck mal, da drüben ist auch noch ein Truthahn. So gut gesammelt und der Penner, der macht mir hier jetzt richtig die Hölle heiß. Das kann doch nicht sein.
Wow, ich hab's überlebt. Lass mal eben schauen. Okay. Tarnpirscher. Also normale Pirscher haben wir ja schon erlebt, aber Tarnpirscher, Freunde. Okay, scheint sowieso der falsche Weg zu sein. Das ist eine Sackgasse hier. Trotzdem würde ich natürlich gerne den Langhals in Angriff nehmen. Wir werden da bestimmt auf irgendeinen dieser Türme müssen. Würde ich sagen, wir schlagen uns mal zu dem Lagerfeuer hier durch. Das wird mir noch weiterhelfen. Dann haben wir ja noch Geier am Start. Das wird also echt ein durchwachsen spaßiges Programm. Heidenei. Und das ist natürlich alles wieder bei vollstem Sonnenschein. Alter. Ein Sägi. Okay, das scheint jetzt ein bisschen im Weg zu stehen. Ich kann natürlich links rum um den Hügel. Aber da laufe ich dann Gefahr, diesen Tarnpirscher irgendwie in den Weg zu laufen. Da oben, da dürfte ein Geier rumhängen. Ja, ich meine, ist halt so. Horizon ist kein Ponyhof, ne? Wir sind hier nicht beim Omnibus-Simulator oder so. Oh. Ich muss irgendwie zum Kopf des Langhalses hinaufklettern. Da ist er ja. Der Geier sagt mir bestimmt, wo der langläuft. Ich kann den noch nicht mal markieren, sodass ich mir seine Spur anzeigen kann. Was? Wer jagt uns? Was? Was für ein Knall? Olle, bleib mal locker. Also das Lagerfeuer ist auf jeden Fall in Reichweite von unserem Sägi. Sägi? Aber... das soll uns gar nicht weiter stören. Ja, da oben, den finde ich kritischer. Kritischer. Da ist auch noch ein zweiter von da, von den Kollegen. Gespeichert haben wir. Sehr schön. Ja, klar, dieser... der Langhals wird hier irgendwie rumlaufen. Und einen dieser Türme werden wir benutzen müssen, um drauf zu kommen. Langhals-Speerschäfte, also da drüben hin anscheinend, ne? Okay. Wow. Ja, machen wir. Nach einer kleinen Pause, Freunde. Tena bringen, mal kurz Wasser ins Gesicht schmeißen, damit dieser ganze Sitsch aus meinem Bart abfließen kann. Nein, Scherz. Ja. Ich schalte euch wieder rüber auf dieses kleine Pausendingelbingel. Da haben wir auch ein bisschen Musik für euch. Und ja, mir dürfte ja nichts passieren, während ich hier auf der Karte gucke. Und Freunde, 4 Minuten und dann bis gleich.